Hallo zusammen, heute haben wir etwas für euch aus unserem aktuellen Buch Manga zeichnen lernen. Grundlagen, wie zeichne ich ein Manga-Gesicht? Schaut auf jeden Fall auf unserer Seite vorbei, akademiehohe.de. Dort findet ihr unsere Bücher. Und das ist zum Beispiel eine Technik aus unserem Buch, ganz leicht die Manga-Figur, das Gesicht vorskizziert, wie wir es jetzt sehen. Hier ganz leicht, da hält man auch den Stift ein bisschen weiter oben, damit die Zeichnung deutlich lockerer wird und dann wird das Ganze dann ausgearbeitet. Auch hier natürlich der Mund ein bisschen mehr angedeutet. Da ist es auch nicht wichtig, dass jeder Strich auch sofort sitzt. Das kann ruhig modelliert werden, das macht es aus. Hier wiederum ein bisschen ganz locker am Hals. Die Frisur modellieren wir auch noch an. Und daraus kann man dann schon eigentlich damit weiterarbeiten. So, mit weiterarbeiten ist jetzt in diesem Fall unser Tuschestift, Tuschepinselstift gemeint. Vielleicht kennt ihr diese Stifte, damit lässt sich natürlich sehr, sehr fein zeichnen, aber auch sehr breit. Das ist natürlich sehr der Vorteil. Die Stifte kann man auseinanderschrauben, man kann die Farben austauschen. Also hier ist eine graue Kartusche drin, die uns dann diesen schönen Strich ermöglicht. Und dann geht's weiter. Das Gesicht wird dann dementsprechend hier auch noch so. Das heißt, die Augen, die füllen wir aus, lassen aber auf jeden Fall etwas weiß da, das ist das, was eigentlich die Zeichnung dann oder die Skizze noch so ein bisschen lebendiger macht, wenn da ein bisschen Licht im Auge zu sehen ist. Und dann auch hier wieder am Haaransatz. Also ihr merkt, wir springen manchmal dann innerhalb der Zeichnung zwischen den Bereichen, weil man das Ganze immer so ein bisschen im Gesamteindruck behalten möchte. Das heißt, man guckt, stimmt das überein, passt jetzt das Gesicht, die Konturen überein. Und hier wiederum die Kontur am Gesicht und dann lässt sich das an den Haaren ebenfalls nochmal ergänzen. Das ist der Vorteil an diesem Pinselstich, dass ihr wirklich sehr, sehr fein, also die feinsten Linien erzeugen könnt und damit ist das dann sehr, sehr einfach. Was damit allerdings nicht machbar ist mit diesem Pentel, Stift, schnelle Striche, also ganz zügige, wie man mit einem Feinliner oder Kugelschreiber macht, weil der dann natürlich unterbricht und zwischendurch einfach die Stärke verändert. Aber für solche Tuschezeichnung ist das natürlich ideal. So, und jetzt ist der Clou in dieser Zeichnung, wir greifen zum zweiten Farbe und arbeiten damit dann die Kontraste aus. Das heißt, wir gucken, an welcher Stelle wir noch ein bisschen mehr mit dem schwarzen Farbstift Kontraste ansetzen können. Das heißt, ihr merkt, das ist eigentlich wie so eine weitere Ebene, weitere Dimension. Und es gibt der Zeichnung einfach ordentlich Tiefe. So, das lässt sich auch nochmal hier
am Auge nochmal fortsetzen. Man merkt schon, wie nachdem wir das gemacht haben, wie stark die Augen natürlich fokussiert sind. Die Zeichnung bekommt deutlich mehr Tiefe dadurch und auch hier wieder am Mund ganz leicht die Bereiche ergänzen. Und hier auch. Und da lässt sich das Ganze noch ein bisschen mit feinen Strichen noch verfeinern. Auch hier am Haaransatz immer diesen wunderbaren Kontrast und Mix aus dem kräftigen dünnen Strich. Wie ihr seht, oben nicht. Das heißt, wir haben im Bereich der Augen da den Fokuspunkt gehalten. Und nach unten hin bleibt es wieder grau. Also der graue Strich und nach oben oberhalb der Stirn wird nicht mehr kräftig gezeichnet. Dadurch haben wir eine Zone geschaffen, in der das Gesicht einfach anfokussiert und dadurch sehr viel Tiefe entsteht. Und mit dem Grauen, wie ihr seht, gehen wir nochmal ein paar Schattierungen, dass es nochmal ein bisschen mehr stimmiger wird, und fertig ist dann so eine Skizze. Das sind so die Vorteile, wie man so arbeiten kann mit einem Tusche, Pinselstift, das ist das Ergebnis nochmal. Gerne natürlich mit euch zusammen in einer unserer Kurse vor Ort oder online, wenn ihr möchtet. Schaut auf unserer Seite vorbei. Wir freuen uns. Bis dahin, alles Gute, euer Akademie-Team.